Mamma mia. Ja, Papi Pop cruised im Mercedes Drop. Ja. Und damit begrüßen wir euch herzlich zu Folge 7 von Halle 2. Wieder vereint zusammen aus Halle 2 in Deutschland. Endlich. In Deutschland, in Köln, in Halle 2. Im Leben. Im Leben. In, aus Köln, 25 Grad. Seit Tagen ist mega gutes Wetter. Wir sind mega gut drauf. Wir haben den ganzen Tag gearbeitet und freuen uns jetzt, mit euch zu quatschen, ohne schon völlig müde zu sein in absoluter Dunkelheit. Ihr seht schon, wie auch in der letzten Folge, sitzen wir im Hellen und machen es tagsüber. Wir freuen uns. Jedes Mal, wenn ich die Aufnahme starte und quasi den Folgentitel schon im Programm eintrage, wundert es mich, wie krass, dass wir schon bei Folge 7 sind. Ja. Dass wir jetzt schon knapp 2 Monate diesen Podcast machen und es wird nur besser. Das heißt im Umkehrschluss nichts Geringeres, als dass wir bald 2 Monate Podcast machen. Richtig. Was wirklich verrückt ist, weil, naja, ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben genau das gleiche Gefühl. So, wenn ich in die Kommentare schaue, ist immer so, was, das ist schon Folge so und so. Also wir sind da auf einer Wellenlänge. Ist aber schön, wenn die Zeit kurzweilig ist und wenn wir vielleicht sogar damit dazu beitragen mit unserem Podcast. Heute ist es endlich soweit. Das Warten hat ein Ende. Heute ist die große Jingle-Folge. Ah, stimmt. Ja, nice. Das ist wirklich, es hat sich ein bisschen herausgezögert. Durch Daves Abstinenz. Einmal hatten wir einfach wirklich keine brauchbaren Jingles bekommen. Aber das Gute ist, wir werden heute sowohl diejenigen oder sowohl die Jingles, von denen wir denken, dass sie gut sind, als auch die unterhaltsamen werden wir heute hören. Deshalb freue ich mich da sehr drauf und ich hatte mir was überlegt, Dave. Vielleicht, ich fand das beim letzten Mal voll cool, dass wir so with the flow gegangen sind, machen wir das umgekehrt. Wir hören die Jingles und immer wenn ein Jingle gut ist, dann machen wir was auch immer dazugehört. Geil, wunderbar und Abstinenz, ja, ich war in Frankreich, aber Abstinenz nicht des Alkoholwegens. Ich habe ein Geschenk mitgebracht. Ach, und ich weiß, dass du mir auch eins mitgebracht hast. Erzquellpilz, das bessere Pilz aus dem Siegener Umland als Krommacher, habe ich dir mitgebracht, damit du das Ganze mal probieren kannst. Wie in letzter Folge thematisiert, was ich sehr cool daran finde, ich glaube, man wird es jetzt nicht sehen können, da steht Prost, wenn es die richtige Trinktemperatur hat. Genau. Eigentlich sind wir ein Podcast, der sich nicht über Alkoholkonsum definieren möchte. Andererseits bin ich jetzt hier im Dilemma, weil in einem Geschenk, wie einem geschenkten Gaul, guckt man ja nicht ins Maul. Richtig. Deshalb werde ich das jetzt trinken und die moralische Umkehr Schlussfolgerung dir direkt geben. Und zwar habe ich dir auch was mitgebracht. Ja, unglaublich, man könnte ja fast meinen, wir hätten uns abgesprochen. Nein, auf kurz gar keinen vor der Fall. Folge. Der Gedanke war folgender, du bist jetzt wieder in Köln, endlich höchste Zeit gewesen. Deshalb hast du ein schönes Kölsch von mir bekommen. Das ist tatsächlich auch das erste Kölsch, das ich wieder trinke, seitdem ich in Köln bin. Und ich habe die letzten Tage im absoluten Sonnenschein im Park das Ganze nicht schon ausgelebt. Wie lange bist du jetzt schon wieder hier? Knapp 5 Tage seit Donnerstagabend. Wir nehmen Montagabend auf für euch. Montag, der 13. Juni, 18.30 Uhr ist es gerade bei uns. Und man merkt, dass in der kompletten Stadt auch bei uns alle sind unheimlich happy, sind in kurzen Sachen unterwegs. Ja. Das Leben ist auch wieder in Deutschland angekommen. Alle tragen Tarmac-Shirts, wie man auch sehen kann. Das ist einer der Umstände, der dadurch entsteht, wenn entweder einer von uns irgendwas selbst macht, beziehungsweise irgendwie die Jungs aus unserem Freundeskreis, die ja auch häufig Mode machen und so. Und dann passiert es schon mal, dass alle genau das Gleiche anhaben, einfach weil gerade irgendwas neu und fresh ist und Tarmac.shop? Tarmac irgendwas in den Shownotes. Ich wollte jetzt die Domain mal pluggen, aber kann man schon mal vergessen, seine eigene Shop-Domain. Nee, Tarmac.clothing ist die Website. Tarmac.clothing, ja. Sollte sich jeder mal anschauen, der was auf sich selbst hält und nicht verwahrlost aussehen möchte, wie in so ein. Ja, egal, ich fühle nicht weiter aus. Ding ist, ich muss ganz kurz eine Anekdote, eine kleine Story erzählen. Wir sind mal irgendwann dann doch mit ein paar Jungs im Club gelandet und haben dann andere Jungs von uns noch im Club getroffen. Und plötzlich waren von 7 Leuten in der Tarmac Everyday Hose unterwegs, die ja ein sehr, sehr markantes, dickes T hinten in weiß drauf genäht hat und wir sind richtig aufgefallen. Ne? Ja. Gerade wenn man dann in der Gruppe steht, alle, die von außen dann gucken, sehen sofort, das ist Tarmac Gang. Fürchte dich nicht, Dave, ich werde jetzt kurz einen Redefluss starten, damit du ganz ungestört dein Bier öffnen kannst. Wir hatten heute auch, da hatte ich das Gefühl, wir waren gemeinsam ein bisschen unterwegs, wie Dave schon meinte,
haben ein bisschen aufgeräumt hier, die Halle 2, weil die Küche wurde von Dave ja, wie ich auch erwähnt hatte, freundlicherweise ein bisschen umfunktioniert. Das ist aber gar kein Problem, das ist jetzt alles wieder weg. Und ich hatte das Gefühl, als wir beim Wertstoffhof waren, heute um Sachen, die, keine Ahnung, non-recyclable waren, zu entfernen, hatte ich auch das Gefühl, dass wir ein bisschen kritisch beäugt wurden, weil wir so wie Berufskleidung aussahen. Weißt, wir hatten so das Gleiche an und dann wurde immer ein genauer Blick auf uns beide geworfen. Weil wir natürlich nur Hausmüll wegwerfen dürfen, dort kostenlos in Köln. Shoutouts AWB, ihr seid wirklich die Besten. Wir lieben das, zu euch zu kommen. Aber man darf natürlich keinen, weiß nicht, ne? Darf es jetzt nicht jemand sein, der, darf es kein Maurer sein und dann Schutt da wegbringen, sondern musst du, wenn du das professionell machst, dann musst du natürlich dafür bezahlen. Genauso darfst du natürlich keine Bauabfälle in general wegwerfen. Also als wir hier die ganzen Wände in die Halle gezogen haben, fiel auch ein bisschen was an Müll an. Da sind die Jungs da nichtsahnend hingefahren und dann hieß es, nee, ihr müsst nicht zur AWB, ihr müsst, also AWB einfach Wertstoffhof, glaube ich, ihr müsst da und da hinfahren und dann zahlt man dafür. Unglaublich, Aber auch das, irgendwie habe ich immer Spaß daran, bei so nicht nur Schrottplätzen, sondern auch so Wertstoffhöfen zu sein und die Sachen so da rein zu hämmern und so. Das ist wirklich so, da spricht man so die niedersten Instinkte des, sorry, dass ich das jetzt hier auf die Männer beziehe, der Männer an, wie diese TikTok-Videos, die man kennt, wenn einfach so Sachen kaputt gehen und so, for all my male followers, for the male audience, macht das einfach Bock, Sachen in so eine riesen Tonne zu schmeißen und zuzugucken, wie die zerquetscht werden. Wenn so eine Walze, wenn da so ein Schrank reingeworfen wird und dann fährt die Walze über diesen Schrank und es kracht und knackt so und du denkst dir einfach so, boah, geil. Das ist richtig geil, Das liebe ich wirklich sehr. Übrigens, kleine Info, ich muss meine Vorfreude teilen, wir werden jetzt gleich nach der Aufnahme uns ins Auto schmeißen, nach Oberhausen fahren und dort Topgolf spielen. Also ich glaube, haben wir sogar schon mal irgendwann erwähnt, dass wir mal da waren und mittlerweile, jetzt heute Abend wird es das dritte Mal sein. Also es macht nicht weniger Spaß, wenn man ein zweites und ein drittes Mal da ist, hoffe ich zumindest. Das macht echt einfach Laune und es gibt gutes Essen und es ist mega geil. Hatte ich das erzählt? Ich habe das Gefühl, jede Folge erwähne ich einmal Nelson Müller, aber als ich bei ihm war, nochmal so auf Casual, auf entspannt was essen, hat mich dann dort jemand angequatscht und der meinte so, hey, du warst doch bei mir essen. Und da meinte ich so, ja, kann schon gut sein. Ich bin häufiger mal bei Leuten essen und manchmal filme ich es auch. Da meint er so, ja, ich bin der Chefkoch von Topgolf. Ach, und krass. No joke, die machen wirklich geiles Essen. Ist ja wirklich einer der Gründe, weshalb man hingeht, so, weil die halt so wirklich so wilde amerikanische Snacks machen. Wings mit Barbecue-Sauce, Mini-Burger. Burger Sliders. Oh, wirklich, Max hat da einmal für ein Video komplett aufgefahren und so plattenweise Essen rangekarrt, was wir tatsächlich alles leer bekommen haben, aber wirklich von A bis Z, von Fleisch über vegetarische Sachen, war da alles mit so einem leicht asozialen Touch, weißt du, so Nachos mit so Cheese Sauce, also nur so Sachen, die einen so richtig happy machen, zumindest im ersten Moment, solange man nicht anfängt, es zu verdauen, aber mega geil. Das Gute ist ja, man macht ja dabei Sport. Genau. Alle also, sieben Pfingsten, nachdem alle acht anderen Leute mal einen Ball weggeschlagen haben, schlägt man dann auch mal einen. Genau, und man schlägt den Ball auch einfach wirklich nur weg, weil er rollt aus einer Maschine zu dir und du hast sonst wirklich relativ wenig damit am Hut. Aber es ist trotzdem eine geile Abendbeschäftigung. Gerade wenn es dunkel ist und da so diese coolen Lichter laufen, ist das schon sehr, sehr wild. Deshalb freue ich mich darauf. Ich muss gerade mal wieder, wie immer, ein bisschen nachdenken. Was habe ich letzte Woche erlebt? Hast du irgendwas Signifikantes erlebt, wo du sagen willst, boah, das möchte ich nochmal hervorheben? Ja, mein Homecoming nach Köln. Das war natürlich sehr, sehr emotional. Die ganzen Jungs waren hier und haben gewartet und wir sind direkt am ersten Abend wieder raus. Und am zweiten auch. Und am dritten auch. Und wir hatten einfach eine gute Zeit jetzt übers Wochenende. Oh. Ich fand was extrem geil. Oh ja. Und zwar waren wir einmal in der Bar Schmitz, einen Drink schlürfen. Grüße an Nico, den Geschäftsführer, bester Mann. Und waren in großer Runde und wurden auch um den netten Herrn Robert Mark Lehmann bereichert. Ja. Und der ist ja Meeresbiologe, Tierschützer und generell wirklich ein krasser Typ. Mhm. Und dann hat er so gesagt, er war schon seit 2 Jahren nicht mehr in Köln weg und so. Ich so, hast du was verpasst und so. Und dann hat er so, nachdem wir gut was getrunken hatten, meinte ich so,
weil ich halt weiß, dass er sich vegan ernährt. Ich meine so, ey, übrigens 50 Meter von hier ist ein veganer Döner mit veganem Döner vom Spieß. Und ich habe mir so gedacht, Alter, Köln ist so geil, dass man jetzt so um 2 Uhr nachts jemanden einen veganen Döner vom Spieß essen schicken kann und man weiß sogar, dass der was taugt. Das war wirklich so ein kleines Highlight für mich, so, weil es sind immer wieder so Momente da, wo ich mich so erinnere, so warum es eigentlich geil ist, in der Großstadt zu leben, so, weil du gewöhnst dich ja an alles, aber das sind so die Sachen, so, da werde ich niemals müde, irgendwie festzustellen, wie geil das ist. Es kommt ja auch immer wieder was Neues dazu. Und das ist auch das, was mich an Topgolf so sehr begeistert hat, dass es wirklich was Neues war. Also dieses Ding aufzubrechen, dass Golf so mega der reichen Sport ist, was ja, ne, die Golfer sagen dann, ach nee, das ist gar nicht so, bei uns sind wirklich von A bis Z Leute, so, ja, hört auf, Scheiße zu labern, das ist schon ein reichen Sport. Hört auf Scheiße zu labern, ihr seid verdammt reich. Ja, also weißt du, das, ne, das kannst du runtersprechen oder nicht, aber der Durchschnittsgolfer hat mehr Kohle als der Durchschnittsfußballspieler. Ja, sage ich jetzt einfach mal so, schmeiß ich so in den Raum. Und Topgolf gamifiziert das so und gibt jedem die Möglichkeit, das so übelst geil einfach mal auszuprobieren. Und deswegen auch außerhalb von Köln sind wir ja schon echt immer hinterher, bei den neuesten Sachen und neuesten Erlebnissen irgendwie dabei zu sein, weil es einfach richtig Laune macht. Ja, fühle ich. Also ich feiere sowas einfach echt, weil gerade wenn ich mal nicht in der Großstadt bin, wenn ich irgendwie ein bisschen ländlicher bin bei meiner Familie oder so, dann merke ich halt, was man halt auch für einen Preis bezahlt. Jetzt nicht nur monetär, dafür, dass man in der Großstadt lebt, weil sowas wie so absolute Ruhe, so eine Stille, du wirst es ja in Frankreich erlebt haben im Wald, das ist einfach auch echt viel wert. Ne? Und ich bin mir auch gar nicht so sicher, wie ich so mein Leben so sehe, wo bin ich, wann und so. Also bisher bin ich noch so nicht mal so Speckgürtel, sondern mehr so ruhigerer Stadtteil. So, da könnte ich mich langfristig sehen irgendwie, auch mit Family und so. Aber ich glaube, man findet immer mehr Gründe, irgendwie auch ruhiger zu leben. Das Ding ist, ich bin ja komplett auf dem Dorf aufgewachsen und bin dann in die Stadt gegangen und habe irgendwie, also nie als Kind die Stadt erlebt, bin da aber gar nicht traurig drum, weil ich habe das Gefühl, hier ist es halt nicht so, dass du mit deiner Family eine Wohnung hast und dann gehst du raus und dann kannst du mit 6 Jahren einfach nicht hier draußen auf der Straße spielen. Du musst irgendwo in einem Innenhof spielen oder so. Du kannst wahrscheinlich nicht alleine in den nächsten Stadtteil gehen mit 6 Jahren und bei deinem Kumpel klopfen und fragen, ob der rauskommen will auf dem Bolzplatz. Also ich gehe davon aus, dass es hier nicht möglich ist. Und im Dorf, auf dem Weg zu deinem Freund, läufst du an 6 Häusern vorbei und aus jedem der 6 Häuser guckt irgendeine Oma aus dem Fenster und hat dich genau im Auge, weißt du, wie du da hingehst. Die weiß genau, wo du hingehörst, hat wahrscheinlich schon im Gefühl, wo du hingehst und du bist irgendwie ein deutliches Stückchen freier, wenn du auf dem Dorf groß wirst, würde ich sagen. Du bist auf jeden Fall beschützter. Ja. So, weil in der Stadt macht halt jeder sein eigenes Ding. Das wird aber im Umkehrschluss, finde ich, auf dem Dorf auch schnell lästig. Weil so, ich habe das Gefühl, so wenn wir jetzt so als Gruppe so alle irgendwie so die verrückten Jugendlichen sich auf dem Dorf irgendwo an einem Tisch niederlassen, Bro, dann wirst du totgestarrt von den ganzen Leuten. Und hier juckt wirklich halt niemanden irgendwas. Ne? Mhm. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, ich glaube, es ist vermessen zu sagen, dass man sein Leben lang nur Stadt oder nur Dorf will, weil dann verpasst man was. Mhm. Aber man sollte es so vielleicht nach den Lebensabschnitten anpassen, wo man sich am ehesten sieht. Ja, vielleicht braucht man auch einfach 2 Wohnsitze. Und dann wechselt man einfach einen im Ausland, einen hier, wie auch immer. Aber das merke ich auch im Ausland immer. Ne? Ich bin eine Woche weg und dann freue ich mich wieder mega, zurück nach Köln beziehungsweise nach Deutschland zu kommen. Weil es, egal wo ich im Ausland war, und ich bin ja schon viel rumgekommen und war in Nordamerika unterwegs und in Südostasien und keine Ahnung wo, habe schon echt viel gesehen. Aber ich freue mich immer am meisten, wieder nach Hause zu kommen. Weil natürlich ist man hier einfach alles gewohnt, aber zum Beispiel so Sachen wie nach ein paar Monaten aus Asien wiederzukommen, einfach den Wasserhahn anmachen zu können und direkt daraus zu trinken oder bei jeder Treppenstufe zu wissen, wie hoch sie ist, einfach weil alles genormt ist. Mhm. Das sind so die kleinen Dinge, an denen ich mich übelst erfreue, wenn ich das ein bisschen länger nicht gehabt habe. Ja. Und das ist
braucht man nicht unbedingt, aber ich fahre da schon drauf ab. Also ich finde das schon gut, wenn alles so seine Ordnung hat. Es ist auch einfach geil. So man checkt wirklich erst, was das wert ist, wenn man es mal eine Zeit lang nicht hatte. Es ist ja, heute ist die Philosophiefolge. Es ist ja wirklich wie mit allem im Leben. So du checkst erst den Wert von einer Sache, wenn du sie nicht mehr hast und dann wünschst du es dir zurück und ja, keine Ahnung. Also ich finde das übelst krass. Ich hatte neulich so 3 Tage die Nase zu. Und an Tag 2 habe ich mich so sehr darüber abgefuckt und habe so gesagt, ey, ich wünsche mir einfach wieder zurück durch die Nase atmen zu können. Ja. Weißt du, weil wenn du eine Nacht lang mit offenem Mund pennst und der so mega ausgetrocknet ist, dann ist so ein leichter Schnupfen, bei dem die Nase zu ist, fühlt sich so an wie so ein halber Weltuntergang. Komplett. Und holt einen wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, dass die Gesundheit natürlich oberste Prio hat. Das ist wirklich so ein Ding, so das ist so ein Glaubenssatz, den sagt man immer so, ja, Hauptsache man ist gesund so. Aber also ich finde, so im Alltag weiß man es gar nicht zu schätzen. Mhm. So, aber ich hatte das ja auch, als ich so diese Zahnschmerz-Struggles hatte, Alter. Ich war so, Junge, wie schlimm ist das denn bitte gerade? So, ich konnte mir in dem Moment wirklich nichts Schlimmeres vorstellen, ja, als so üble Zahnschmerzen und nichts dagegen tun zu können. Also, ja, keine Shoutouts, Ahnung. Shoutouts an alle, die gerade krank im Bett liegen oder irgendeine Scheiße im Krankenhaus haben. Fühlt euch gedrückt, wir sind da und trinken Bier für euch in Halle 2. Gute Besserung, also wirklich... Ihr schafft das. Ihr seid die Besten. Dave, wärst du so lieb und würdest dir deine Kopfhörer aufsetzen? Weil mein Astro A50 Montana Black Headset. Oh yeah. Okay. Als echter Montana Black Fan geht es nicht ohne dieses Headset. Wir gucken erstmal in die Zuschauereinsendung. Wir haben nämlich nicht nur Zuschauereinsendungen, sondern auch Freunde und Bekannte von Eric, der ja meine Videos filmt und so. Die haben auch Jingles erstellt. Und wir hören einfach mal in alles hinein. Zuallererst die ersten Jingles, die uns erreicht haben. Ich bin richtig gespannt. Du hast noch gar nichts gehört, ne? Ich habe nämlich mal reingeschaut. Ich habe ja dann befunden, dass, dass es halt noch keinen Sinn hat, die Folge aufzunehmen. Aber ja, schauen wir mal. Podcast-Intro MP3. Hören wir mal hinein. Das war's. Echt? Ja, wir haben so, also ich bin mir relativ sicher, dass diese Aufnahme gerade einfach irgendwo gedownloadet und wieder hochgeladen wurde. Das war, ich habe wirklich keine Ahnung, aber... Audio Jungle. Das hat noch gefehlt. Aber also wir hatten ja extra so in der Folge, ihr erinnert euch vielleicht, das ist jetzt wirklich schon 3 Wochen her, 4 Wochen her, haben wir... einfach irgendwelche wilden Geräusche gemacht und haben darum gebeten, dass die quasi integriert werden. Wundert euch übrigens nicht, dass für diejenigen, die den Videopodcast schauen, auf YouTube zum Beispiel, dass Dave gerade mit PlayStation Controller da sitzt, weil er lädt seine Kopfhörer parallel über die PlayStation. Und gerade eben bei den Testaufnahmen hatte ich die ganze Zeit GTA 5 diese... Ich habe die Fortnite-Musik auf den Ohren. So ganz, ja, so ganz leise im Hintergrund, aber es stört nicht. Ja, ich bin im Menü der PS5 und bekomme deswegen die ganze Zeit irgendwelche Sounds. Aber wunderbar. Ja, vielen Dank für deine Einsendung. Ich würde wohl mal noch weiterhören. Ja, ich kann jetzt wirklich überhaupt nicht gewährleisten, ob das hier taugt oder nicht, was wir uns anhören. Die Idee kam Max und mir beim Mittagessen und jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitzen wir hier und haben einen Podcast. Hier ist The Microphone. Nein, hier ist nicht The Microphone, sondern Halle 2. Straight aus Halle 2 für euch. Mein Name ist Dave und direkt neben mir sitzt Max. Aber ja, das Interessante ist, wir haben das ist so lustig. Ich glaube wirklich, dass wir in unserer Kombination einen Mehrwert bieten können. Selbst wenn wir uns persönlich irgendwie weiterentwickeln. Okay, ich mach mal Pause, weil das war einfach die gesamte erste Podcast-Folge auf einem Beat, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, aber finde ich geil. Check, hier ist ein Mikrofon. Nein, hier ist nicht ein Mikrofon. Ja, das war witzig. Also das war witzig. Mit 40 Sekunden wäre das insgesamt gelaufen. Allerdings vielleicht ein bisschen zu lang. Trash, aber geil. Trash, aber ist es aber trotzdem, man muss dazu sagen, das war natürlich auch auf schnelle Welle gemacht, weil wir haben ja auch sehr kurzfristig darum gebeten. Das hatte ich schon gehört, ich bin aber weiterhin gespannt, was wir denn sonst noch so haben. Ich bin leidenschaftlicher Musikproduzent und habe mich mal an eure Jingles rangesetzt. Das ist interessant, okay. Erstmal vielen Dank. Ja, wirklich. Dann hören wir mal. Die Idee kam Max und mir beim Mittagessen und jetzt sitzen wir hier.
Das ist das Gleiche. Mhm. Das ist die gleiche Mail nochmal. Dankeschön auf jeden Fall, Richard. Du bist der Beste, Richard. Ich habe einen Jingle für das Format Was machen Sachen. Also oh, für das nice. Recap, da hören wir mal rein. Was machen Sachen? Was machen Sachen? Hey! Check was mich machen? Aus. Check yeah. mich aus. Hey. Check was mich machen? Aus. Hey. Yo. Hey. Das ist ja zu Meta. Okay, nochmal. Yeah. Oh. Hey. Okay. Was machen Sachen? Ey, yo, Dave, ja, was machen denn die Sachen, ey? Check mich aus, denn die machen Sachen falsch rum. Die machen Sachen falsch rum, ist das verwickelt, scheißegal. Also, es ist sehr gut, aber es ist eher ein Beat als ein Jingle, würde ich sagen. Ja, ja, genau. Es ist aus unserer Stimme nicht mehr gemacht worden, sondern es ist so. Nur irgendwo mit rein gemacht worden. Nichtsdestotrotz, Dankeschön an Dennis an der Stelle. Dennis, wir lieben dich. Dennis, wir küssen dich. Oh. So, dann haben wir hier noch einen Drive-Ordner mit ganz vielen verschiedenen, für jede Formate eins quasi. Und ich fand schon von der Aufmachung der Mail her, war das schon professional. Wir haben nämlich einen Drive-Link, wir haben einen WeTransfer-Link und wir haben einen YouTube-Link, falls uns das zu unsicher ist. Nice. Sehr aufmerksam. Von Kevin. Ist uns nicht so unsicher, ihr werdet uns auf jeden Fall hacken können über irgendwelche Drive-Links. Ja. Und los. Das sind alle in einem. Ich mag den Vibe schon. Nice, finde ich auch geil. Ah, okay. Okay, ohne. Ey, yo, Max. Ey, yo, Dave. Was machen Sachen? Wow. Ey, übelst geil, Alter. Kevin. Mega geil. Champion, Alter. Übelst geil. Das ist ja übelst fresh. Also okay, das war schon mal strong für Was machen Sachen von Kevin, das Intro. Ja, das fand ich wirklich super. Ich will das nochmal hören. Ey, yo, Max. Ey, yo, Dave. Was machen Sachen? Wow. Digga, das ist übelst geil. Das geht auch so richtig ins Ohr. Das ist mega geil. Das Ding ist, man könnte meinen... Dass wir es komplett ernst meinen, so wie wir es am Ende mit dem gemeinsam gesagten Was machen Sachen gemacht haben, dadurch, dass nicht noch so ein Lacher dahinter ist, oder? Ja, aber das ist ja dieses Wow. Das ist ja, aber also das ist das schon, find ich mega das geil. Ist schon super. Wir hören mal direkt ins nächste hinein. Carsten Marschmeier und Christian Lindner wären stolz auf das Format. Das Format für tolle Ideen und Startups. Die Halle der Löwen. Digga, das ist ja übelst geil. Dieses Rah-Rah im Hintergrund. Musst du cringen? Oh, übelst, aber ich find's mega geil. Ich find's auch Hammer. Der hat die Mucke halt übelst krass angepasst. So emotional mit so Bum, Bum, Bum und so kranken dramatischen Tönen und so mega geil. Boah, das ist wirklich strong. Boah, das ist echt hart. Ey, geil. Kevin ist ein Goat, Alter. Wir hören direkt ins nächste rein. Boah, super. High und hungrig. Digga, das fand ich jetzt auch richtig belastend gerade. Aber wir haben halt so wenig Futter gegeben und das Futter, was wir gegeben haben, war so seit 2017 verdorben. Ja. So gefühlt, also so richtig Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen. Mega geil, vielen, vielen Dank. Also ist wirklich super gemacht, ich möchte aber auch gerne noch die anderen auf jeden Fall hören. Wir hören uns natürlich alle an, jetzt, ne? Also auch abseits der Show, aber jetzt gerade, die gefallen mir richtig gut. Wie hieß das Format denn nochmal? Ich hab's völlig vergessen. Alter, ich habe keine Ahnung. Haben wir dafür einen Namen? Geschenke mit Max und Dave. Geil. Also wirklich, die sind super. Mega geil. Ich weiß for real nicht... Boah, die anderen haben jetzt eine harte Konkurrenz. Auf jeden. Kevin hat das richtig gut gemacht. Papa Platter hat das einfach so abends, der hat unseren Podcast gehört und hat sich dann einfach dran gesetzt. Und ja, der ist einfach ein Verrückter. Einfach ein Naturtalent. Okay, eine weitere Mail haben wir noch, eine weitere Einleitung haben wir noch geschickt bekommen. Stadt. Ey, yo, Max. Ey, yo, Dave. Was machen Sachen? Alle zwei. Geil. Was machen Sachen?
Digga, das war so ein cooler Summer-Wave. Ja, so wirklich, das war so ich baue eine Stadt für dich. Mega geil. Wirklich? Das fand ich tatsächlich geiler. War das von Kevin? Nein. Nee, das fand ich nämlich tatsächlich, glaube ich, geiler als das von Kevin. Aber Kevin hat bei den anderen halt komplett zerstört. Kevin hat so technisch abgeliefert. Genau, aber das, also das Was-Machen-Sachen, fand ich hier gerade am strongsten. Ja. Das war mega geil. Wie heißt der Kollege denn? Das ist... Oder die Kollegin? Der liebe Tim gewesen. Küsse Tim. Vielen Dank. Ey, ich bin am Heulen, wirklich. Meine Augen sind am Tränen. Ein bisschen wegen Cringe und ein bisschen, weil ich stolz auf euch alle bin. Ich feiere es auch wirklich komplett. Oh, hier, wir haben hier verschiedene Versionen. Halle der Löwen, Version 1. Marschmeier und Christian Lindner wären stolz auf das Format. Die Halle der Löwen. Oh, mit Funkbeat auch geil. Der Funk ist sehr, sehr mega strong. Geil. Wir hören mal die andere Version. Carsten Marschmeier und Christian Lindner wären stolz auf das Format. Die Halle der Löwen. Okay, das war identisch, nur ein bisschen anderer Beat. Ein bisschen schneller. Digga, weißt du, was wir, glaube ich, machen müssen? Hm? Wir können das nicht selber in die Hand nehmen. Wir müssen die Dinger in die Story hauen und die Leute müssen abstimmen. Ja. Wir nehmen uns vielleicht unsere Top 4. Unsere Top-Favoriten, ja. Unsere Top 4. Und dann könnt ihr, sobald die Folge raus ist, nachdem die Folge rauskommt, verchecken wir es erstmal und am dritten Tag irgendwann denken wir mal dran, dass wir ja irgendeine Insta-Story versprochen hatten. So machen wir es dieses Mal auch. Und ihr werdet in der Story abstimmen können, welche Intros wir nehmen. Mega, mega geil. Find ich auch Hammer. Ich bin aber noch nicht befriedigt. Mir macht das übel Spaß, die Dinge anzuhören. Deshalb hier einmal für Geschenke, auch wenn das heute schon abgehakt ist. Max, kommt runter, es gibt Geschenke. Geschenke mit Max und Dave. Weihnachtszeit. Das ist ja zu krank. Digga, 10 von 10. Digga, wirklich, ich brech ab, Alter. Die sind wirklich zu geil. Ey, Junge, ich fange die ganze Zeit an zu heulen. Es wird aber auch noch, Leute, extra Content geben. Da ist es wieder, mein Räuspern und Husten. Es wird extra Content geben in der Instagram-Story, denn einer der Links, die ich bekommen habe, ist auch abgelaufen. Das heißt, wir hören da mal rein und packen das dann auch mal in die Story. Aber der war gerade wirklich super, fand ich. Der war, spiel den nochmal bitte ab, der war 10 von 10. Der war so Lachkick. Mhm. Max, kommt runter, es gibt Geschenke. Geschenke mit Max und Dave. Weihnachtszeit. Geil, Alter. Digga, 10 von 10. Der Eric hat mir leider nur den Link weitergeschickt, deshalb weiß ich jetzt nicht von wem das ist, aber auch das werden wir bestimmt nochmal thematisieren, wenn wir dann die finale Auswahl getroffen haben für die nächste Folge. Aber high und hungrig, komm. Geil, Alter. Übelst geil. Da stimmt der Flow so mega krass. Übel. Das passt so mega gut zusammen. Checkst du, er hat so einen Reggae-Beat genommen und darauf unsere eigen kreierten Songs gemacht. Also, das ist ja übelst heftig. Digga, ihr seid alle Kings oder Queens oder beides. Übelst gut, mega Alter. Geil. Auch so handwerklich übelst fresh. Komm, wir hören noch einmal in Was machen Sachen rein und dann müssen wir es auch mal, lass es mal gut sein mit den Jingles heute, aber... Ey, yo, Max. Ey, yo, Max. Ey, yo, Dave. Was machen Sachen? Auch geil. Also, es ist schwer. Es ist fast unmöglich, sich da irgendwie zu entscheiden, wer es am besten gemacht hat. Aber vielen lieben Dank wirklich an alle, die sich die Mühe gemacht haben, der Audio-Jungle-Download genau, war. Ob es in die ernsthafte Auswahl gekommen ist oder auch nicht. Aber es ist trotzdem super nett, dass ihr euch die Mühe gemacht habt. Und da ist mit Sicherheit was dabei, was wir in der Zukunft benutzen werden. Also ab der nächsten Folge werden wir dann die Jingles benutzen. Und ihr könnt entscheiden, welche. Ganz zumindest genau. Zu teilen. Aber das findet ihr in der Insta-Story und könnt da abstimmen. Ah, apropos Geschenke, das ist mir am meisten gerade im Kopf geblieben, dieses Geschenke-Jingle. Ich habe nicht nur, wir haben uns nicht nur gegenseitig Bier geschenkt, sondern ich habe dir noch eine Info mitgebracht. Oh. Ich habe es dir gerade gesagt, ich wollte es eigentlich noch besorgen, habe es aber nicht bekommen. Und zwar wurden deine Gebete erhört. Es gibt nämlich jetzt Edotrans mit Geschmack vom Hersteller. Echt? Ja, das ist, glaube ich, eher an Kinder gemarketet. Ja, es ist quasi Edotrans mit Erdbeergeschmack und so ein bisschen süß und so, ne?
Und ich habe das mal bestellt, ich trinke häufig Elotrans. Ich hab das mal bestellt, als das andere nicht verfügbar war. Und Lara feiert das übelst. Also meine Freundin, die trinkt das nur noch. Und die trinkt nur noch. Nee, aber das ist jetzt wahrscheinlich, frage ich mich so ein bisschen, ob vielleicht der Hersteller die ganze Debatte online mitbekommen hat und sich gedacht hat, nee, komm, ich mach das doch. Also kurz zur Backstory, erstmal für alle, die nicht wissen, was Elotrans ist. Elotrans ist eine Elektrolytmischung, die eigentlich für, naja, Durchfallerkrankungen, Magen-Darm-Kram gedacht ist, aber unheimlich gut als Katervorsorge funktioniert. Also man kommt völlig verstrahlt nach Hause, bevor man schlafen geht, ein Liter Wasser rein, Elotrans, und es ist wirklich unglaublich, aber man fühlt sich am nächsten Tag, als wäre nichts gewesen, als wäre man um 22 Uhr schlafen gegangen, also völlig verrückt. Das Ganze habe ich mir in Kombination mit der Tornado Biertrinker YouTube Wave im letzten Jahr zunutze gemacht und ein Video darüber gemacht und habe gesagt, hey, ist es möglich, Elotrans stärker zu dosieren? Wie wäre das, wenn man da Geschmack hinzufügt, was auch immer? Und deswegen hat Max das hier angesprochen. Also Elotrans, tatsächlich mega Produkt, und ich habe damit auch so ein bisschen Vergangenheit, und witzig, dass jetzt direkt vom Hersteller was mit Geschmack kam. Ja, weil es schmeckt halt wirklich nicht besonders gut, und deshalb fand ich es zumindest erwähnenswert. Ich bin nach wie vor der Meinung, das wahre Produkt, was die Menschheit braucht, ist nicht eine gut schmeckende Elektrolytmischung, sondern ist ein alkoholisches Getränk mit Elektrolyten. Das also, ist auch die Business-Idee der Woche. Ah, so nämlich. Ja, kleine Miese. Nein, aber wirklich quasi so ein Cocktail, der eh herzhaft ist, der eh mit Salz getrunken wird. Ich denke jetzt an eine Bloody Mary zum Beispiel. Mm. Ne? Also Wodka, Tomatensaft, Pfeffer, Salz. Nur, dass du dann halt Elektrolyte drin hast und dann trinkst du das und dann bist du einfach fit am nächsten Tag. Weil, fitter. Das müsst ihr auch wissen, ich bin kein Apotheker, aber Elektrolyte sind basically verschiedene Salze. Ja, ja, so, genau. Also ja. Das ist im Prinzip der Witz daran. Das einzige Problem, was ich an dieser unheimlich tollen Business-Idee sehe, ist, dass ich ja mein geliebtes Erzquell zum Beispiel trinken will. Das bedeutet, es ist gar nicht so eine All-in-One-Lösung. Also es könnte ein Getränk geben, wo das möglich wäre, dann müsste man sich aber auch, ne, dann müsste man einmal an diesem Abend das Getränk trinken, und ich will aber ja nur Erzquell trinken. Ich hab noch eine Idee. Was denn? Man mischt das einfach mit so hochprozentigem Alkohol, so Absinth oder Korn oder sowas. Es wird immer besser, ja. Mit Absinth oder Korn und auch gleichzeitig so hoch dosiert, ja, dass man quasi einen Ekelshot trinkt, der ein bisschen salzig ist. Aber dann hat man es hinter sich. Da muss man nicht so eine ganze Bloody Mary Elektrolyte-Version trinken. Ja, stimmt, das ist. Also die. Ich merke schon, wir sind der Podcast, der sich Alkohol nicht zur Charaktereigenschaft macht. Klappt heute nicht so gut. Ja, was soll ich sagen? Also das Problem ist auch, was ich auch gemerkt habe, als ich probiert habe, das Ganze zu verfeinern. Elotrans funktioniert schon gut. Der Geschmack ist eigentlich das Einzige, was man daran wirklich noch ändern müsste. Aber dann habe ich mit Leuten gesprochen und die haben gesagt, ja, ist halt mega schwierig, weil das sind halt Salze, so, die haben halt übelst den heftigen Eigengeschmack. Und ohne da jetzt Unmengen an Zucker und Geschmacksstoffen hinzuzufügen, wird es schwierig. Aber coole Idee. Ja, von mir. Von dir. Und tatsächlich habe ich eine Info als Geschenk mitgebracht. Schon wieder, wir schenken uns so viele Infos. Nein, ich schenke die natürlich nicht an dich, sondern an unsere Zuhörer. Wir haben es tatsächlich geschafft. Der Podcast ist jetzt auf Apple Podcast verfügbar. Und wenn ihr euch extra Spotify runtergeladen habt und euch ein Spotify Premium Konto gemacht habt oder YouTube Premium, was auch immer, um unsere Folgen ohne Werbung und ohne alles durchhören zu können, dann kann ich euch beruhigen. Ihr könnt jetzt wieder auf eure potenziell altbewährte Plattform Apple Podcast zurückgreifen und dort auch eine Bewertung da lassen, genauso wie hier oder auf allen anderen Plattformen. Küsse, Küsse, Küsse. Es hat etwas, gerade mal 7 Wochen auf sich warten lassen, aber es hat geklappt und wir sind endlich jetzt tatsächlich auf allen Plattformen vertreten. Und die Erklärung ist wirklich einfach nur traurig. Ja. Peinlich traurig. Peinlich. Nenn es, wie du magst, weil am Tag der Veröffentlichung hing ich ja da und habe übelst geschwitzt, sodass alles rechtzeitig online kommt. Und die Apple-Seite, Apple-Podcast-Seite, hatte ganz offensichtlich, ich habe das nicht alleine gemacht, so wir hatten 2 Augenpaare drauf, hatte offensichtlich irgendwelche Probleme. Also ich habe da eine Stunde rumgedeichselt und so. Und dann stand da so, du kannst keine Einstellung vornehmen oder so.
Und dann habe ich da irgendwie habe ich das kurz ruhen lassen. Und dann bei unserem Podcast-Hoster stand dann Apple verbunden, Spotify verbunden, alles verbunden. Ich so, okay, nice. Mhm. Und dann kam es aber nicht so schnell. Und dann habe ich auch von anderen Leuten gehört. Ich glaube, du hast auch gesagt, Apple-Podcast kann mal ein bisschen länger dauern. So, ne? Ich dachte mir, okay. Ja, und dann sind 7 Wochen vergangen. So, ja. Das ist so ein klassisches Ding. So, man wird dann einfach so betriebsblind und guckt nicht nochmal nach. Dann habe ich mich nochmal irgendwann angemeldet bei der Podcast-Hosting-Seite und habe dann, dann mir das Ganze angeschaut. Und dann stand da einfach so, verbinden. Da habe ich den Knopf gedrückt. Seitdem haben wir den Podcast bei Apple Podcast. Also, es ist wirklich ein Trauerspiel. Es tut mir leid für all diejenigen, die jetzt irgendwie ein Verstell, wie du gerade meintest, machen mussten, damit sie irgendwie unseren Podcast hören konnten. Aber jetzt könnt ihr uns hören und ab nächster Folge sogar noch mit Crispy Jingles auf den Nice. Potenziell sogar das nächste Mal zum ersten Mal mit Gästen. Wir haben uns schon ein paar Gedanken gemacht. Ich will nicht zu viel versprechen und ich will das auch nicht festmachen hier, aber wir sind am Überlegen und potenziell. Und irgendwann wird es garantiert kommen, ob es nächste Folge ist oder übernächste. Das schauen wir noch. Ja, es sind aufregende Zeiten hier in Halle 2 und ja. Ich habe ich wurde ja, vielleicht erinnert ihr euch an die Story, dass ich bei Dirt Masters von einer etwas älteren Dame, ziemlich jung geblieben, unheimlich schön und wirklich einfach eine tolle Frau, die ich da kennengelernt habe. Genau. Ja, gut. Das kann man auch negativ interpretieren. Ich habe sie nicht gesehen. Einfach eine super nette Frau getroffen, bei der es mich gewundert hat, dass sie etwas gehobeneren Alters trotzdem unseren Podcast hört. Und habe jetzt vor 2 Tagen nochmal gesagt bekommen, hey, ich hatte ein Tamek-T-Shirt an bei einer Veranstaltung und so eine 50-jährige Frau hat mich darauf angesprochen, hat gefragt, mein Kumpel wurde gefragt, ob er Dave auch feiert, weil sie auch überlegt hatte, sich ein T-Shirt zu bestellen. Oha. Also mega krass, auch wenn du, Big City Beats Frankfurt, wenn du, nette Dame, das hörst, dann auch liebe Grüße an dich. Mega, mega cool. Wirklich sehr, 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 sehr cool. Und wir wurden auch gemeinsam zuletzt ja auch mal am Kiosk angequatscht. Von, stimmt. War das ein Zuhörer von Halle 2 oder? Ich weiß gar nicht genau. Viewer, irgendwas. Genau, auch jemand, der was älter war als unsere normale Zielgruppe. Also das freut einen natürlich dann umso mehr, wenn man weiß, man hat seine Fühler auch in andere Altersregionen ausgestreckt. Aber alle Ü50 Frauen Single, meldet euch. David.Henrichs auf Insta. No joke. Es würde mich wirklich mal interessieren, wenn sich die älteren Zuhörer mal spezifisch melden, weil man hat so ein Auge oder einen Eindruck selbst von der Zielgruppe. So, ja, aber stell dir mal vor, wir kommen nächste Woche wieder und merken, das war gar kein Zufall, dass wir jetzt innerhalb von 2 Wochen 3-mal von älteren Leuten angesprochen wurden. Da hat sich unsere Zielgruppe über den Podcast einfach so geschiftet, dass wir nur noch so 40, 50-jährige Männer und Frauen als Viewer oder Zuhörer haben. Das wäre vielleicht, weil wir nach wie vor, ich muss es gerade mal kurz verifizieren, weil wir nach wie vor in den Spotify-Podcast Business-Charts sind. Ja, und kochen. Wir konnten 3 Kategorien auswählen, als wir den Podcast... Ich sollte öfter Bier trinken beim Podcast. Macht Spaß, ne? Ich habe 2 Bier getrunken und mir geht's unheimlich gut. Alkohol ist nicht die Lösung und es geht euch nicht besser mit Alkohol. Nein. Nur kurzfristig. Wir konnten nur auswählen in welchen Kategorien wir mit dem Podcast gelistet werden wollen. Und Max hat das ja, wie gesagt, so im Rush einfach eingestellt. Ja. Und natürlich lässt man da nichts liegen und wählt dann auch 3 Kategorien aus. Und wir haben die genommen, wo wir am ehesten reinpassen. Und wir sind in Comedy, Essen und Business. Alter, wir dachten und wir waren in Essen und Business auf Platz 1 in den Charts und die Leute machen den Podcast an und das hat einfach nichts mit Essen zu tun und nichts mit Business. Business finde ich ja noch schlimmer, weil Essen ist noch so gesellig, da quatscht man über Gott und die Welt. Aber wir sind halt im Business-Podcast. Wir sind gerade auf Platz 2 der Top-Business-Podcasts. unter Philipp Glöckler und Philipp Klöckner. Dann haben wir das Handelsblatt Morning Briefing hinter uns. Wir haben den Finanzfluss-Podcast auf Platz 4. Oh nein. Alles auf Aktien und dann sind da auch irgendwo noch Namen wie
Philipp Westermeier. Also es ist abgeschlagen, weit abgeschlagen hinter uns. Weit abgeschlagen hinter Max und Dave. Scheiße. Es ist wirklich ein Trauerspiel. Ach du heilige Kanone. Ich habe für die Leute, die den Videopodcast schauen, ja. Ich halte es euch in die Kamera und für die, die nur zuhören, ich habe tatsächlich ein Buch hier vor mir liegen. Das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest, hier, oh ja. Von unserem Ehrenbruder von Finanzfluss, Thomas von Finanzfluss. Also der heißt tatsächlich... Von Finanzfluss, ist eine Adelsfamilie. Genau, die Familie, Adelsfamilie Finanzfluss aus dem Norden sind die haben damals sich von den Niederländern sind die irgendwie mit... Die sind über den Finanzfluss nach Deutschland emigriert und sind nach ihm benannt. Genau, hat mir hier ein Buch kommen lassen und das tut mir doppelt weh, dass er hinter uns ist, weil der Finanzfluss natürlich einer der absolut besten Kanäle Deutschlands ist für finanzielle Bildung und unheimlich vielen jungen Leuten irgendwie den Einstieg in den Aktienmarkt und den Einstieg in einen gesunden Umgang mit Geld und irgendwie Geld wegnehmen. Das ist keine Anlageempfehlung. Achtung, das ist keine Anlageempfehlung. Jeder immer, wenn er über irgendwas spricht. Bei mir schon, kauft alle gehebelt Tesla. Legt euer Geld in Finanzflussbüchern an. Wirecard, nur noch Fintech und den Carsten Maschmeyer Fonds, was auch immer. Warte, nicht Carsten Maschmeyer Fonds, nee, sondern wie heißt er noch? Das habe ich nämlich auch gesehen. Ich bin ja sonst gar nicht so versiert. Unser Höhle der Löwen, Bruder. Es tut mir leid, ich muss kurz meine Nase putzen. Tu, was du nicht lassen kannst. Deshalb ist doch das Thema hier, Dave. Ach so. Wie heißt er nochmal? Der Frank Thelen. Frank Thelen, der wegrennt, wenn er von Interviewern irgendeine Frage gefragt wird. Würdest du lieber Frank Thelen würdest du lieber mit Peter sprechen oder mit Frank Thelen? Ah. Nein, aber Frank Thelen, Imo, sehr... Imo HS. Sorry, so war es nicht gemeint. Ehrenmann. Wir sind connected über Höhle der Löwen. Findest du kein Halbstarker? Doch, das tut mir leid, das nimmst du auch nicht zurück. Nee, also, ich hab das gesehen, ich bin ja sonst, wie gesagt, nicht besonders versiert und fand das dann krass, wie auch so ein Frank Thelen dann so mal schnell die Kommentarfunktion ausmacht und das ist... Alter, ich habe keine Ahnung. Bitte lass uns aufhören, das geht dir in die völlig falsche Richtung. Dieses Bild haben meine Eltern über dem Schlafzimmerbett hängen. Echt? Ist kein Witz, ja. Unser Fernseher zeigt gerade, weil er im Standby-Modus ist, die ganze Zeit verschiedene Bilder an. Sorry, dass ich gerade gebeatboxt habe, aber ich habe angefangen zu reden und habe wirklich gar keine Ahnung gehabt, was ich sagen möchte. Und dann habe ich schnell Also Frank Thelen kam eine Doku raus, wo so ein bisschen begleitet wurde. Der hat irgend so einen Fonds aufgezogen, wo er die Top-Unternehmen für Riesen-Growth über die nächsten Jahre reingepackt hat und mit völlig falschen Versprechen irgendwie dafür geworben hat. Das Ding ist, dass auf dem Finanzmarkt von Leuten, von Profis, sagen wir vor 25 Jahren auf dem Finanzmarkt, war das ja so... Ich war noch nicht geboren damals, aber so schätzungsweise. Ich schon. Bin 25. War das ja so eine mega kleine Zielgruppe für Finanzprodukte. Mhm. Ne? Also da war es mega schwierig, umständlich zu investieren. Mittlerweile geht es unheimlich einfach und du kannst über Scalable Capital oder wen auch immer einfach übers Handy investieren. Und erst jetzt macht es Sinn, dass so Personen des öffentlichen Lebens so Fonds auf die Beine ziehen, ja, und quasi so den Durchschnitts-Sat1-Zuschauer von Höhle der Löwen in irgendein scheiß Finanzprodukt mit reinziehen. Also wirklich völlig crazy. Einfach einen Fonds aufgezogen, der komplett am Abkacken ist und den Leuten da irgendwie das Geld aus der Tasche ziehen. Ich verweise nur nochmal auf Finanzfluss. Der Typ hat das studiert, der war in Paris irgendwie bankenmäßig unterwegs und hat da gearbeitet. Also es gibt ja unheimlich viele Informationen online, auf die man zugreifen kann, zum Finanzthema und so. Deswegen doof, wenn man ein Finanzprodukt oder irgendwas auf die Beine stellt, was nicht top-notch ist. Noch döver, wenn man der ist, der bereit ist, da rein zu investieren. Ja. Ne? Also da ist jeder auch dann so ein bisschen... selber mit dran. Mein beschränktes Interesse an Finanzprodukten
deckt sich aber auch mit dem von Finanzfluss, weil ich auch einfach so Ruhe haben will. Nee, weil ich diese Dings-Strategie habe, diese MSCI Sparplan. World Emerging Markets und das in dieser Aufteilung. Und da habe ich einfach einen Sparplan und das ist fein für mich. Aber es kommt ja nicht von ungefähr. Du hast das ja nur, weil das irgendwo mal wahrscheinlich dann zum Thema geworden ist. Wahrscheinlich, weil mein Bruder Sebastian das von Finanzfluss hat und dann einfach so an mich weitergegeben hat. Und das ist halt übelst geil, weil es so unaufgeregt ist. Und man hat das Gefühl, ja, man macht was, ist nicht ganz passiv irgendwie. Und das ist schon cool. Ja, und dann abseits der Doku wurde Frank Thelen auf der OMR, glaube ich, nach einem Interview gefragt, hat eine Frage gestellt bekommen, wollte auf diese Frage nicht antworten und ist einfach losgerannt. What the fuck? Er ist einfach weggerannt. Also komplett crazy. Da wurde gefragt, hey, wussten Sie vor Ihrem Investment in AirUp, dass AirUp seine Versprechen nicht halten können wird? Da hört er sich die Frage an und dann rennt er einfach los. Ist kein Witz. Und also das halt, gibt's on tape oder das wie? Das gibt's on tape, das gibt's mit Audio, mit Video, mit allem. Und er läuft einfach hinfort in die Weiten der Messe. Naja, also da auch kein besonders stabiles Verhalten mit den Produkten, die man irgendwie selber bewirbt oder in die man investiert. Aber naja, Frank Abi. Ist er am Reinscheißen oder wie? Ich habe keine Ahnung. Okay, weil ich hab das wirklich schon bei vielen Leuten gesehen. Ich dachte mir so, krass, das nutzen Leute ja wirklich. Erinnerst du dich noch an meine AirUp-Story? Oh, erzähl. Weißt du noch, was es ist? Ja, ich glaube, das war deine erste Anfrage, ne? Richtig. Die erste Placement-Anfrage, die ich jemals hatte, war von AirUp damals. Und ich habe noch zu Hause gewohnt, habe das alles natürlich komplett alleine gemacht damals und habe mich natürlich mega gefreut. Krass, okay, ich kann vielleicht jetzt das erste Mal Kohle mit dem Kram verdienen, den ich die ganze Zeit mache. Und habe gesagt, hey, mega cool, aber ich will das Produkt gerne vorher sehen, wie wir es immer machen, wenn es um irgendwelche Produkte geht, ne? Um das einfach einmal zu checken. Oder im besten Fall benutzt man das Produkt eh schon lange und schreibt denen oder die melden sich, wie auch immer. AirUp hatte ich vorher noch nie benutzt, habe das geschickt bekommen, bekomme die Flasche, dreh die auf den, also füll Wasser rein und das hat funktioniert, ne? Also das Konzept von AirUp ist, da ist oben so ein Duftpad drin, was dem Kopf quasi vorgaukeln soll beim Trinken, dass man irgendwas mit Geschmack trinkt, dabei riecht man einfach nur irgendwas und man trinkt ganz normales Leitungswasser oder was auch immer für Wasser. Hat alles ganz gut geklappt, dann nehme ich die Flasche, dreh die auf den Kopf und die ist einfach nicht dicht. Weil da war nichts geschraubt oder so, da war einfach so ein Gummipad, was man so reingesteckt hat. Und da habe ich wirklich gedacht, also ich konnte das nicht verstehen, dass man sich so Mühe macht mit so einem Produkt. So was Innovatives. Genau, so was Innovatives hat und dann die Flasche einfach nicht dicht ist. Und dann habe ich das so, wir waren schon so relativ weit in der Verhandlung und es ging schon darum so, hey, machen wir das jetzt oder machen wir es nicht? Und dann habe ich die einfach für immer geghostet und das habe ich auch ganz oft schon im Deshalb, Twitch-Stream. Deshalb wird Frank Thelen heute konfrontiert. Du bist im Prinzip schuld daran. Ja, also, das geht alles auf meine Kappe zurück. Aber das Ding ist, ich war 10 Jahre lang in der Schule, 12 Jahre lang in der Schule. Eine Wasserflasche, die nicht dicht ist, das geht nicht. Weißt du, das kannst du nicht machen. So, und dass du dann, keine Ahnung, mir das schickst und nicht mal bei den Leuten, die du davon überzeugen willst, dass du wirbst, dafür sorgst, dass das dann dicht ist oder keine Ahnung was, da ist einfach Wasser ausgelaufen. Da dachte ich auch so, also das geht halt nicht. Das geht wirklich nicht. Was soll's. Frank Thelen hat es schon richtig gemacht, die Beine in die Hand genommen und weg von dem Thema. Ich auch, bitte, er hat mich nicht verklagen, ihr seid trotzdem super. Das funktioniert und ist mega geil. Du musst übelst pissen. Ja? Ja. Vielleicht beenden wir die Folge einfach hier. Ja? Ja. Ey, heute ist wirklich eine sehr dynamische Folge. Wir stehen die ganze Zeit auf, laufen hier rum. Also ich hätte auch nichts dagegen, die Folge zu beenden. Falls ja, komme ich nochmal wieder zurück ins Bild. Wir sind allerdings erst on camera bei 56 Minuten, aber scheiß drauf. Das war's von der heutigen Folge. Oh Maxi, das geht eigentlich nicht. Er ist schon kurz, ne? Fuck, Alter.
Max hat gerade, ja, was für Teppich, es geht viel eher um das güldene Nass. Max hat, achso, nee, doch nicht. Max hat Erzquell ausgeschüttet über den Teppich. Max macht... Ey, Mann, wir müssen das beenden, das wird mir wirklich zu unangenehm hier. Ja, vielleicht, oder? Also, es tut mir wirklich schrecklich leid, dass wir hätten nicht anfangen sollen zu trinken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser wirklich sehr dynamischen und vielleicht Folge, die etwas durcheinander war. Während Max gerade probiert, den Schaden auf dem Teppich zu beseitigen und ja, dann rede ich mit der Kamera. Also ihr seht, Max probiert, den Schaden auf dem Teppich zu beseitigen. Ich hatte wirklich eine Menge Spaß. Ich glaube, das war die spaßigste Folge, die ich jemals hatte. Ich könnte daran liegen, dass ich mir ein, zwei Bierchen reingestellt habe und die mehr geknallt haben, als ich es mir hätte vorstellen können. Vielleicht aber auch, weil Max einfach so unheimlich witzig und sympathisch Danke. Ist. Danke. Ja, also, ich möchte jetzt ganz kurz ein kleines Extra für die Leute, die noch da sind. Zieh dir nochmal die Kopfhörer auf. Special, diejenigen, die jetzt gedacht haben, ist schon vorbei. Habt ihr euch geschnitten? Wir machen jetzt ein Beat an. Echt? Und dann beenden wir die Folge Freestyle. Okay. Okay, yeah. Chickity check. Yeah. Chickity check, 1, 2, 3. Here's the microphone. Okay. Yo. Das war ja auch in der Planungsphase von Halle 2 ein großes Thema. Werden wir die Folgen freestylend gestalten oder nein? Wir haben uns dagegen entschieden. Okay. Sind jetzt aber wieder back. On track. Wir sind back. On track. Yeah. Wir sind back. On track. Maxi. Okay, ich schütte Bier auf den Perserteppich und ich fuck mich ab. Dadi macht parallel den Podcast zu end. Ich hab 2 Bier getrunken, doch ich geh schon ab. Was ist denn hier los, Mann? Ich glaube, ich versteh grad gar nichts mehr. Dadi leid. Es kann nicht mehr besser werden. Yeah. Offbeat. Ich bin noch am Lernen. Yeah. Maxi, wir machen jetzt Schluss. Yeah. Macht es gut. Kuss auf die Nuss. Okay, Socials, alle Plattformen, @Halle2, komm und seid dabei. Kommt dann auch auf Spotify, Apple Music und Instagram. Denn da könnt ihr in der Story unsere Jingles sehen. Yeah. Komm, das war's. Und jetzt lass mal gehen. Scheiße, hab ich getroffen. Aber ist egal. Komm, mach Schluss. Und ich mach. Ihr seid die Besten. Danke für alles.